Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ihr seht hier wieder jede Menge Aktenordner und ihr seht einen Experten an meinem Tisch sitzen. Das heißt, heute geht es mal wieder um die Heizung und heute ist der Herr Horn hier. Hallo Herr Horn. Hallo, grüß dich, Herr Bücklein. Sie machen bei mir heute einen Heizungscheck. Können Sie mir kurz erklären, was ich zu erwarten habe? Das ist ein Angebot der Verbraucherzentrale. Das heißt, wir schauen einfach, wie effizient arbeitet die Heizung und gibt es bei der bestehenden Heizung Effizienzpotenziale? Kann ich die einfach verbessern durch die Einstellung von den Pumpen, von den Heizkreisen und dadurch Energie sparen? Okay. Und wir schauen ein bisschen, was sind für Pumpen? Sind es Effizienzpumpen schon? Wie arbeitet die Heizung überhaupt? Taktet die häufig? Ist die verschwenderisch mit irgendwas oder nicht? Gibt es da äußerlich sichtbare Mängel? Und da es natürlich im Moment darum geht, zu sparen, nicht nur für den eigenen Geldbeutel, sondern insgesamt für die Energiewende, ist das ein Angebot der Verbraucherzentrale. Das darf man an der Stelle, glaube ich, sagen. Ja. Das kann jeder machen, der eine Heizung hat. Und der Eigenanteil für diese Beratung beträgt schlappe 30 Euro. Und ich habe mich auch vorbereitet. Sie hatten mir ja ein paar Fragen gestellt, was ich so zusammen tragen sollte. Und wir haben das schon alles ausgefüllt. Also die Größe des Hauses, Baujahr, den Gasverbrauch haben wir gesehen. Den Wasserverbrauch haben wir auch gesehen. Eine Frage war, ob wir einen hydraulischen Abgleich gemacht haben, als die Heizung eingebaut wurde vor 20 Jahren. Und da habe ich jetzt also den ganzen Ordner durchgeblättert und habe also kein Protokoll von einem hydraulischen Abgleich gefunden. Vielleicht ganz kurz erklärt, was wäre das? Was ist der hydraulische Abgleich? Kann man das in drei Sätzen? Der hydraulische Abgleich ist im Prinzip die Optimierung der Volumenströme. Mhm. Das ist im Heizkreis das, was die Ampeln in unserem Verkehr machen, die lenken nämlich den Volumenstrom. Ja? Das heißt, die Idee ist sozusagen, dem Heizkörper genau so viel Volumen zukommen zu lassen, wie er braucht, um die Wärme in den Raum abzugeben, den er heizen muss. Mhm. Heißt, wenn ein Heizkörper zu wenig abbekommt, dann wird es nicht warm im Raum. Mhm. Und oft haben wir die Situation, dass die Heizkörper, die ganz nahe am Wärmeerzeuger sind, mehr abbekommen, als die weiter weg sind. Mhm. Und dann müssen wir die so ein bisschen bremsen, weil dann bekommen die anderen automatisch mehr. Der Herr Horn hatte noch eine ganze Kiste mit Sachen dabei, zum Beispiel eine Infrarotkamera, ein Handy, ein Meterstab, eine Taschenlampe, einen Raumfühler, mit dem er dann die Temperatur im Wohnzimmer getrackt hat und vor allem viele Datenlogger, um sie im Heizungskeller anzubringen. Wir sind also bestens ausgerüstet. Die Ordner darf ich hier lassen. Sie müssen Ihre Kiste mitnehmen und wir gehen runter, oder? Die Betriebsanleitung nehmen wir vielleicht mal mit. Die Betriebsanleitung nehmen wir mit. So, wunderbar. Dann schauen wir uns das Heizgerät ein bisschen an. Hier oben ist bei diesem Heizgerät das technische Label. Da kann man dann genau sehen, was für eine Heizleistung der hat zum Beispiel. Das ist noch keine Hocheffizienzpumpe. Das heißt, die hat hier einen Stromverbrauch, der liegt zwischen 50 und 100 Watt. Wenn wir eine ganz moderne Pumpe haben, dann liegt der Stromverbrauch ungefähr zwischen 5 und 10 Watt für so ein Einfamilienhaus. Es gibt hier den Kondensatfang und wir messen nachher die Kondensatmenge. Das werden wir sehen und wir sehen hier die Steuerung. Wir haben einmal den Druck in der Heizungsanlage. Also hier ist auf jeden Fall ausreichend Druck in der Heizungsanlage und wenn man kein Wasser nachfüllen muss, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn man öfters nachfüllen muss, dann liegt der Verdacht nahe, dass dieses Ausdehnungsgefäß defekt ist. Dann hat mir der Herr Horn die Steuerung der Anlage erklärt und zunächst mal beim warmen Wasser angefangen. Wir haben festgestellt, dass eigentlich die Temperatur eigentlich zu hoch ist für das, was wir beim Duschen brauchen. Dass man aber wegen der Legionellen trotzdem einmal am Tag oder ab und zu mal auf 60 Grad hochheizen muss. Was ich nicht wusste ist, dass meine Heizthermie das eigentlich könnte. Das kann man bei der einprogrammieren tatsächlich. Dass die zwischen dem, also jedes Mal, bis Abstand jedes 50. Mal, wie Sie es wollen, tut es einmal auf 60 Grad heizen. So, dann haben wir hier den zweiten und den dritten Wählhebel, wo wir die Temperatur in den Heizkreisen einstellen können, also die beiden. Und da sehen wir einmal ganz links, das ist die Steilheit der Heizkurve. Das heißt, hier wird im Prinzip geregelt, wie viel Temperatur in den Heizkreis eingespielt wird, abhängig von der Außentemperatur. Je steiler die Kurve ist, umso höher wird die Temperatur, wenn es draußen sehr kalt ist. Und wenn ich die Kurve runternehme, bei einer Fußbodenheizung zum Beispiel, dann ist der Unterschied eben nicht so stark. Im mittleren Hebel haben wir noch eine Parallelverschiebung. Ich würde tatsächlich, wenn, dann würde ich die Parallelverschiebung hier ein bisschen zurücknehmen und ich würde die einfach mal auf 0 stellen, weil die hat jetzt eine Erhöhung gehabt um 3 Grad und das würde ich mal zurücknehmen. Und die Empfehlung ist, immer wenn Sie was verändern an Ihrer Steuerung, vorher dokumentieren, ja, ein Handyfoto machen, ganz einfach. Nicht so viele Funktionen verstellen, sondern nur eine. Und dann können Sie das ausprobieren. Jetzt gucken wir uns mal hier den Warmwasserspeicher hat er einmal aufgemacht und mir dort die
Opferanode gezeigt, die man regelmäßig kontrollieren muss, denn die verhindert die Korrosion des Stahlspeichers. Da war alles in Ordnung. Was ihm nicht so gefallen hat, war die Isolation hinten am Gerät der Anschlüsse. Fassen Sie da mal an, vor allen Dingen hier oben schön, ja. Das müsste ungefähr die 50 Grad haben. Und das gehört normalerweise natürlich gedämmt, weil gerade an dieser Stelle ist es ja wirklich immer warm. Das ganze Jahr, jede Stunde, jede Minute, die lässt man natürlich als Handwerker gerne offen, weil die Verschraubung, da tropft es am ehesten raus, aber da geht die Wärme verloren. Und das heißt, hier müsste man eigentlich eine Dämmung drüber machen. Ist auch vorgeschrieben vom Gesetzgeber, an diesen Stellen eine Dämmung drüber zu machen. Okay, war das auch schon vor 20 Jahren vorgeschrieben? Ja. Kann ich da noch Ansprüche gelten? Ja, das ist, glaube ich, schwierig nach so vielen Jahren. Ja. Und dann sehen wir hier die... Und dann haben wir noch die Anschlüsse der Zirkulationspumpe angeschaut. Da ist ein Timer und merkwürdigerweise wird diese nur einmal am Tag für 15 Minuten, nämlich um 12 Uhr mittags, in Gang gesetzt. Was richtig ist daran, ist, dass es einmal am Tag läuft. Was nicht angepasst ist auf unseren Bedarf, ist, wann sie läuft. Wir essen nicht mittags, sondern abends und wir duschen morgens. Also wenn, dann müsste sie eigentlich einmal morgens und einmal abends laufen. Genau, also wenn man mittags nicht zu Hause ist, dann macht das hier keinen Sinn. Dann hat der Herr Horn noch eine Installation gebaut, mit der er messen kann, wie viel Kondensat beim Heizen entsteht und mir erklärt, was da ordentliche Werte wären und wie man daran sehen kann, dass die Heizung gut funktioniert. Pro Kilowattstunde Gas fällt im Idealfall so gegen 130 bis 150 Gramm Wasser an. Und das schauen wir am Mittwoch dann bei einem zweiten Termin, wie viel das wirklich ist. Jetzt ist die Flamme angesprungen, jetzt kommt es gleich mehr. Ja, nee, also hier an der Stelle ist tatsächlich die Situation, dass diese Rohre nicht gedämmt sind. Ja, die müssen Sie bitte noch in diese Dämmhülle machen, weil jetzt ist es tatsächlich so, dass die Wärme, die Sie abgeben, auf keinen Fall nach oben kann, sondern in den Kellerraum muss. Und das ist überhaupt gar nicht sinnvoll. Herr Horn, Sie kennen sich so gut mit der Heizung aus. Was sind Sie eigentlich vom Beruf? sind Sie Heizungsbauer oder Architekt oder Ingenieur oder alles? Also die Energieberater, die bei der Verbraucher sind, alle diese Beratung machen, das sind allermeisten das sind Architekten und Bauingenieure. Ich bin ein bisschen in Sonderlänge, habe Energiewirtschaft studiert und das auf Aufbaustudiengang gemacht, nachdem ich vorher Gartenbau studiert hatte. Okay. Habe im Gartenbau aber schon meine Diplomarbeit in der Heizungstechnik gemacht. Und von daher war ich immer in diesem Wärmeteam hier drin. Wir haben hier ein Überdruckventil. Hier zum Schluss der Einrichtung hat er noch das Überdruckventil überprüft und dann verschiedene Datenlogger angebracht. Einen zum Heizkreis und einen beim Speicherladekreis und einen, um mal bei einem einzelnen Heizkörper die Spreizung der Temperatur abzulesen. Was er schon mal gesagt hat, war, dass 45 Grad dafür, dass wir gerade mal 0 Grad hatten, draußen schon relativ viel war. Und hier haben wir eine sehr, sehr schöne Spreizung, also 18 Grad im Moment. Das deutet darauf hin, dass die Hydraulik ziemlich gut ist. Nachdem im Keller alles aufgebaut war, hat mir der Herr Horn noch am Heizkörper oben erklärt, was voreinstellbare Ventile sind und hat nachgeschaut, ob bei mir welche vorhanden sind. Tatsächlich nein. Und das Fehlen von voreinstellbaren Ventilen lässt darauf schließen, dass vermutlich kein hydraulischer Abgleich gemacht wurde, als die Heizung eingebaut wurde. Ob das so ist oder nicht, werden wir in 2 Tagen sehen, richtig? Genau. Dann kommen Sie wieder und dann schauen wir uns die Ergebnisse an, oder? Super, genau. So, guten Morgen, Herr Horn. Guten Morgen. Da sind wir wieder. Genau. In alter Frische. Sind wir am Ernten und gucken, was wir für Ergebnisse ernten können. Hui. Oho. Ja, gut. Gar nicht erwartet, so viel Wasser zu ernten. Ne? Also wenn mal kein Trinkwasser aus der Leitung kommt, dann könnten wir mit der Heizung noch Wasser machen. Je mehr Wärme wir rausholen, umso mehr Wasser können wir ernten. Und das ist schon der Hinweis, dass hier ein bisschen Gas verbrannt wurde die letzten 2 Tage und die Anlage auch effizient arbeitet. Der erste Hinweis, wir werden es gleich auswerten. Und er hat alle Datenlogger abgebaut und erste Eindrücke davon gesammelt. Einen Verdacht hatte er schon mal gleich. Das ist also der Datenlogger für die Warmwasserzirkulation. Da sehen wir auf dem oberen Feld die Temperatur für die Warmwasserentnahme, was aus dem Speicher rauskommt. Und auf der anderen Seite, was über die Zirkulation offensichtlich zurückfließt. Das dürfte jetzt eigentlich nicht so hoch sein. Der Fehler, den ich vermute, das ist, dass hier keine Rückschlagklappe aktiv ist. Das heißt, immer dann, wenn Sie zapfen, dann zapfen Sie in dem Fall über beide Leitungen. Das hat vor allen Dingen den Effekt, dass es immer an Zapfstellen dann doch irgendwie länger dauert, bis das heiße Wasser eigentlich ankommt, als wenn es nur aus einer Leitung kommt. Und dazu ist hier normalerweise eine kleine Rückschlagklappe drin, sodass das Wasser eben prinzipiell nur in die Pumprichtung fließen kann und nicht in die andere Richtung. Und die kann entweder mit der Zeit irgendwie verstopft sein, verkalkt sein, irgendwie defekt oder sie ist vielleicht auch vergessen worden einzubauen. Der Horn hat jetzt die ganzen Datenlogger wieder eingesammelt.
Jetzt hoffe ich, bauen Sie das Ding wieder zusammen. Genau. Ich versuche das Objekt so zu hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe. Okay. Und dann gehen wir hoch und machen ein Resümee, oder? Und genau. Schauen uns die Daten an. Genau. Perfekt. Es sieht ein bisschen unruhig aus. Also wenn es mein EKG wäre, wäre ich nicht zufrieden. Und? Naja, ist schon gar nicht so schlecht. Ja. Also was wir hier sehen, ist ja schon mal ganz schöne Spreizung. Also das ist die Temperatur, die im Heizbetrieb in das System reingeht, die rote Linie. Ja. Die blaue Linie ist jetzt, was zurückkommt. Da haben wir hier jetzt im Heizbetrieb eine ganz schöne Spreizung. Das pendelt hier ein bisschen. Da ist noch Optimierungsmöglichkeit. Mhm. Aber die ist gering bei dem Gerät. Wir haben 45 Grad Vorlauf, jetzt bei diesen Außentemperaturen 0 Grad. Das heißt, wenn es minus 10 hat, dann geht das natürlich hier nach oben. Ja. Ja, und das heißt, damit eine Wärmepumpe wirklich gut funktioniert, muss man das System schon noch mal ein bisschen optimieren. Wir könnten hier überlegen, zumindest dann, wenn es keinen Frost hat, das Gerät vielleicht nachts auch abzuschalten. Mhm. Für das Haus ist das Gerät einfach im Heizbetrieb viel zu stark. Mhm. Das heißt, selbst die schwächste Stufe, da fängt das dann an und bringt so viel Wärme, dass können Sie nicht mehr abnehmen im Heizungssystem. Deswegen beim nächsten Gerät, eins, das noch schwächer die Wärme in den Raum liefern kann. Mhm. Dann haben wir hier als nächstes ja den Warmwasserbereich gemessen, die Warmwasserentnahme und die Warmwasserzirkulation. Ja. Wenn das ganz richtig funktionieren würde, hätten wir hier unten eine Temperatur bei irgendwie so 25 Grad vielleicht oder sowas, ja, und würden nur sehen, wann sie zapfen oder wann die Pumpe läuft. Und das sieht man hier jetzt gar nicht, sondern das ist immer auf einem hohen Temperaturniveau. Es ist immer parallel zu dem Heizkreis. Mhm. Wahrscheinlich brauchen Sie wenig warmes Wasser, aber das fließt eben immer im Kreis rum, verliert die Wärme. Ja, und sobald es unter ein gewisses Temperaturniveau sinkt, wird nachgeheizt, damit wir eben diese 50 oder 60 Grad im Warmwasser halten. Und dann kann ich Wasser sparen. Das ist dann zwar schön, dass ich nicht so viel Wasser verbrauche, aber von der Wärme her eigentlich ineffektiv. Richtig. Die Wärme geht dann eben gleichwohl ins Haus. Mhm. Im Winter ist das zwar ein bisschen ungeschickt, weil wir auf dem hohen Temperaturniveau Wärme verlieren, ja, aber sie bleibt im Haus. Im Sommer haben Sie diese Verluste aber auch und da brauchen Sie die nicht. Mhm. Da müssen Sie nur noch mehr lüften, damit Sie es überhaupt wegkriegen. Mhm. Ja. Und dann sehen wir hier noch die Raumtemperatur. 2 Grad Absenkung ist nicht so arg viel. Aber man sieht auch, es braucht auch so lange, bis es im Prinzip abgefallen ist. Ja? Also hier sehen wir, morgens um 6 fängt es wieder an nachzuheizen. Das heißt, stärker würde es gar nicht abfallen. Ja. Der Herr Horn hat mir dann die Messergebnisse nochmal erklärt, aber dann vor allem anschließend ein ausführliches Protokoll zugeschickt, in dem alles nochmal genau beschrieben war. Ich zähle euch einfach mal das auf, was nicht optimal eingestellt war. Die Warmwassertemperatur war etwas hoch und könnte über eine Legionellenschaltung sparsamer gemacht werden. Die Nachtabsenkung ist relativ gering, da könnte man möglicherweise ausschalten. Die Heizkurve war insgesamt etwas zu hoch eingestellt, das machen offensichtlich Heizungsbauer gerne. Was mich viel mehr gestört hat, sind Dinge, die schon vor 20 Jahren geschehen sind, ohne dass ich es wusste, nämlich, dass ein überdimensioniertes Heizgerät eingebaut wurde, was zu häufig taktet. Dass die Warmwasserarmaturen nicht gedämmt sind, dass auch die Heizungsrohre teilweise nicht gedämmt sind und so ständig Energie verloren geht. Was ich auch bedenklich finde, ist, dass ich zwar seit Jahren 150 bis 300 Euro im Jahr für eine Wartung ausgebe, aber niemand festgestellt hat, dass die Rückschlagklappe nicht aktiv ist oder fehlt. Dadurch wird ständig Warmwasser produziert, das keiner abnimmt und nutzt, und es geht weitere Energie verloren. In der Zusammenfassung gab es noch den Tipp, dass für die Nutzung einer Wärmepumpe als Ersatz für die bestehende Gasbrennwertheizung eine raumweise Heizlastberechnung mit anschließendem hydraulischen Abgleich nötig ist. Wir brauchen eine raumweise Heizlastberechnung, ja, sodass man genau weiß, wie viel Wärme muss in den jeweiligen Raum geliefert werden. Wie groß sind die Heizflächen? Kann ich mit einer entsprechenden Temperatur in dieser Heizfläche die Wärme in den Raum bringen, die da braucht? Ja, dann bedanke ich mich mal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Horn, und bei der Verbraucherzentrale wahrscheinlich auch, gell? Genau. Die Verbraucherzentrale macht es möglich im Prinzip. Und die Energieagenturen in den einzelnen Landkreisen, hier in Baden-Württemberg zum Beispiel. Ich hoffe, ihr seid nicht alle Experten, sondern habt da auch noch was mitnehmen können. Gebt mir bitte deswegen ein Like auf dieses Video, kommentiert unten und abonniert, ganz wichtig, diesen Kanal. Und dann seid ihr auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieter Dält. Ciao.